Oh, und da müssen wir wieder. Oder sind diese Schritte nur Teil der Hintergrundmusik? Weil ich kann nicht wirklich orten, von wo sie kommen. Und die sind ja auch schon alle Türen offen. Also hier können auch keine Verstecke mehr aufgehen. Gut, ich meine, wir haben ja gelernt, die können einfach so direkt vor einem spawnen. Danke dafür, by the way. Das ist ein Salami? Wie habe ich denn das Salami weggeworfen? Bin ich denn des Wahnsinns? Gut, können wir auch die andere hier noch kaputt machen? Da ist gar nichts drunter. Das ist dezent deprimierend. Oh. Ist das da oben so ein Zombie? Sind die jetzt wieder nachgespawnt? Ja. Ach, leck mich doch am Arsch. Es ist tatsächlich Viecher nachgespawnt. Aber gut, wenigstens ploppen sie nicht einfach so direkt vor uns auf. Die Frage ist, wie. Die sehen uns gar nicht, ne? Kann das sein? Warte mal kurz, ich hab doch. Ist die Harpune stark genug, um die zu plätten? Alter, das Ding ist fast runter. Ganz kleiner roter Balken bloß noch. Das ist doch Scheißendreck. 4. Oh, sind ja 4. Ein Pfeil fehlt. Ist jetzt wirklich. Ja, ist auch weg. Ey, die Pfeile halten ja gar nichts aus. Jetzt schon wieder beide Pfeile weg. Oder ist er einfach hier runtergedroppt? Und ich meine, guck mal, der ist jetzt auch weg. Ja, okay. Okay, die Apule bringt gar nichts. Das. Ne. Nope. Die ist Bullshit. Super stark, super effektiv, aber. Ja, I don't know. Vor allen Dingen hat die Pfeile stacken halt doch nicht. Selbst wenn wir jetzt irgendwo voraus von 10 Pfeilen finden, klatscht das gesamte Inventar voll. Also. So, danke dafür. Und wir haben jetzt schon wieder keine Pfeile mehr. Das ist doch bekloppt. Aber. Ja, wir müssen ganz schnell einen Pol finden. Das geht ja mal gar nicht. Ich habe noch mein Licht an. Ich kann wieder mitkommen. Ja, die Waffe ist fast kaputt. Oh Gott. Leute, wir haben kein Waffenproblem, habe ich das Gefühl. Und die haben auch direkt Agro. Kann ich mich runterfallen lassen? Gut, die hängt jetzt erstmal fest. Das heißt, vielleicht kriege ich sie doch nacheinander. Kommen sie runter? Ah, kommt nicht runter. Kann ich unten nicht erwischen? Doch, könnte. Oh, und er kommt runter. Oh, meine Waffe ist kaputt. Oh, scheiße. Haha, hier, rum. Ich hau dich. Nee. Aua. Ah. Hm. Ja, okay. Wir haben ganz dickes Problem. Oh, einer kommt hin. Ja, wir
ein richtig dickes Problem. Wir haben ein richtig dickes Problem. Oh Mann, ey. So, da sind die erstmal weg. Ach, scheiße, mein Waffe ist auch weg. Verdammt. Ach, das ist jetzt blöd. Der kann ich jetzt nur noch die Waffen benutzen, aber so viel Munition haben wir da jetzt auch nicht. Reicht ein Schuss wenigstens? Oder brauche ich jetzt 50 Schuss? Okay, ein Schuss reicht. Gut, dann kann ich hier erstmal die Pistole verbrauchen. Hä? Ich habe unten immer noch 4 Schuss. Ach nee, haha. Wir hatten ja 5 Schuss. Bei der Schrot haben wir nur 4 Schuss. So war's. Ja, da muss jetzt jeder Schuss sitzen. Oh, ich hör schon wieder was. Und zwar ein Zombie mit. Ist der da oben oder was? Hä? Ich sehe gar keinen! Okay, hier ist irgendwo ein Zombie, aber ich sehe keinen. Na super. Und was jetzt? Ich erledige erstmal den hier. Falsche, ich brauche 4. Ich glaube, für den Unsichtbaren geht einfach kurz in den God-Mode und vermöbel den so lange, bis er tot ist. Gucken in jede Richtung schlagen. Okay. Und Gott kommt wieder aus. Wir haben nicht mal Schaden bekommen. Also, der hat uns nicht, glaube ich, nicht mal angegriffen. Zumindest klang es so, als wenn wir ihn immer gestunt haben. Schon mal nicht schlecht. Oder sollen die... Nee, ich kann mir nicht vorstellen, dass es gewollt ist, dass sie transparent sind. Oder? Das wäre es ja jetzt so. Weil, wie gesagt, das Viech klang wie diese ganz normalen Zombies, die ganze Zeit rumlaufen. Probieren wir mit der Pistole? Nein! Zweimal daneben geschossen. 2 Kugeln verschwendet. Das ist nicht euer Ernst. Gut, jetzt habe ich nur noch die andere, die große. Die ich gar nicht ausholen kann. Wieso kann ich die nicht ausholen? Achso, ist auf der 3. Ach, ich habe gerade derzeit Verbandsmaterial genommen. Oh Gott. Oh Mann, das ist doch. Das ist doch alles so kacke. 36. Na gut. War nur 2-mal. Trotzdem. Was jetzt das. Also dem Verbandsmaterial ist echt blöd. Ich lasse mal raus. Das ist kacke. Aber ab und zu brauchen wir es halt relativ schnell. Aber wenn ich es halt immer direkt benutze, sobald ich draufklicke und den Tasten durchhämmer, dann ist natürlich auch kacke. Das ist doch scheiße. Da muss ich aufpassen, dass ich die 5 nicht drücke. Ich meine, da oben links sind die Icons ja da. Also ich sehe eigentlich, wo was ist. Aber im Eifer des Gefechts drücke ich dann doch einfach mal wild alle Tasten, bis ich die richtige gefunden habe. Ein bisschen blöd. Vielleicht ist das ein bisschen blöd.
Reicht bei dem so eine Kugel aus? Oder brauche ich da nicht Schrot? Na, reicht nicht aus. Gut, dann probieren wir mal die Schrot. Die reicht auf jeden Fall aus. Gut, wo war jetzt dieser Turm? War das? Das war da oben. Das war entweder die Tür oder die links daneben Frage. Ja, genau, das war die Tür hier. Okay, hier ist keiner nachgespawnt. Interessant. Hallo? It's going down. Nice. Immer schön zu sehen, wenn in Spielen Sachen wirklich anfangen langsam runterzugehen und dann auch am Ende anfangen zu bremsen und nicht einfach schlagartig runtergehen und damit einmal unten boom, mit einmal zum Stillstand kommen. Denn ich sag mal so, so halten Sachen nicht sehr lange. So, wir haben da irgendwelche Sachen nachgespawnt hier? Nein. Nein. Okay, hier ist erstmal ruhig. Wir haben halt bloß noch die Schrotflinte, ne? Ich hoffe, die paar Schuss reichen. Für was auch immer jetzt noch kommt. Sonst muss ich anfangen, irgendwelche Leute mit Stein zu vermöbeln wieder. Ah, ist das Bullshit. 7 Schuss haben wir nur noch. Achso, und eine mit der Pistole, ne? Ja, okay, eine mit der Pistole haben wir. Wo müssen wir überhaupt langlaufen? Da geht's auf jeden Fall runter. Genau, wir müssen die nach links. Ja, genau. Gut, dann hole ich aber hier erstmal unsere Verbandskästen. Achso, die haben wir schon eingeholt. Ja, haben wir schon. Moment schon mal eben. Hä? Aber die andere Tür könnten wir doch auch nur von innen öffnen. Ah, guck meine an. Ah, guck meine an. Das ist jetzt blöd. Ich kann die doch nicht ernsthaft alle mit Stein abwerfen. Ich meine, gut, die werfen mich auch ganz mit Stein ab. Danke dafür. Oh, ist das Bullshit. Vor allem, ich muss die Steine auch wiederholen. Also. Gehen wir folgen. Gut, ich versuche erstmal. Ach, guck mal. Ich sag mal so, besser als gar nichts, ne? Ding. Die gerade zu mir? Nee. Lass mich mal kurz überlegen hier, ja? Danke. Okay. Es ist zumindest ein schönes Backup. Was Besseres haben wir gerade nicht. Was soll's? Aua! Ah! Oh, okay, das funktioniert gar nicht. Ey, hau doch mal zu, du. Ja, okay. Ja, komm, gib ihm. Hallo? Gut, ich versuche erstmal einen von diesen normalen Zombies. Genau. Und jetzt den großen Bösen. Die rennt also schnell. Kann ich einfach runterfallen? Jawohl. Okay, dann nur noch diese beiden Zombies. Mit denen können wir hoffentlich handeln. Auch wenn die halt beide gerade Agro haben. Jawohl. Komm hoch. Ja. Okay, der eine kommt hoch.
Okay. Die können tatsächlich, wenn sie Agro haben und nach mir greifen, auch auf der Treppe laufen. Ist wahrscheinlich so wie bei uns vorhin im Fahrstuhl, wo wir auch eigentlich nicht laufen konnten, aber mit der Sprint-Taste dann auf einmal uns doch bewegen konnten. Okay, alle weg. Gut. Das ist sehr gut. Okay, wir haben einen Schlüssel, aber wir kriegen die Tür unten. Was sind wir schon wieder? Ach, da hinten. Aber wir kriegen die Tür noch nicht auf, ne? Ja, offen fangen. Ach, da sind doch mal zwei. Hallo. Ey. Die Frage ist... Kann ich hier runter? Nö. Wie komme ich denn da hinten hin? Ich bin verwirrt. Gibt es da noch einen anderen Weg? Haben wir noch einen anderen Weg, den ich noch nicht gefunden habe? Hier gibt es keinen Weg runter, ne? Nee. Hier kann man sich auch nicht runterfallen lassen. Hier auch nicht. Wenn da unten geht der Weg lang. Das heißt. Kann man hier rein? Das heißt, der Weg geht hier unter uns durch. Runter durch. Ach nee, Quatsch, geht da vorne lang. Aber mein. Aber es muss hier unter uns den Weg lang führen, weil da kommt man ja nur raus, nicht rein. Also wie kommt man denn da rein? Also die haben meine Sachen, die leuchten. Ich bin gerade ein bisschen total verwirrt. Ich gehe mal nochmal nach da oben. Haben wir schon mal gesagt, dass diese Stadt hier sehr verwirrend ist? Von der Anordnung her? Von der Geometrie? Oh, kommen wir von Jufi runter? Nee, oben nicht, ne? Nein. Ach, guck mal, hier geht's. Ach ja, guck mal, hier geht's auch noch lang. Aber ja, eben so kommen wir auch noch da runter. Wie zur Hölle kommen wir denn zum Dingsterbumster? Hier ist gelockt. Scheiße. Wie kommen wir denn bitte weiter? Da hinten ist auch noch ein Turm. Kommen wir auf die unterirdisch zu den Türmen oder was? Aber das macht ja keinen Sinn, weil die Brücke haben wir gerade runtergelaufen. Das heißt, ich hätte mal, wir müssen von der da auf die Brücke rauf und dann irgendwie da langlaufen. Aber wie? Ich verstehe gerade nicht, wo er uns hinschicken möchte. Oh, ist läuft weg. Ja, scheiße. Oh, Knife Repair Kit. Warum kann man die Sache einfach löschen? Statt sie einfach nur fallen zu lassen. Wenn ich die Sache einfach nur fallen lasse, dann, ja. Vergesse ich, dass ich die Sachen hingepackt habe. Das war ja hinten diese böse Tür, ne? Die ist gelockt. Haben wir Kleber? Ja, wir haben Kleber. Hier waren wir aber auch schon. Glaube ich.
Ja, doch. Oder? Ach doch, klar, genau. Das hier mit den Geistern. Wo wir ursprünglich von hier gekommen sind. Und diese Tür ist aber zu. Warum auch mal. Die immer noch zu ist. Ach, wo müssen wir denn da lang, sag mal? Das ist ja alles so verwirrend. Nee, ich muss noch hier. Hä? Habe ich mich da gerade verlaufen? Ah ne, jetzt bin ich wieder draußen, okay. Na gut, hier ist Sackgasse. Oh, ey. Ah, guck mal, hier ist die Tür. Kann ich die von hier aus irgendwie öffnen? Ne, kann ich nicht. Na gut. Da bringt das auch nicht so sehr weiter. Ich habe keine Ahnung, wo wir hin müssen. Von da kommen wir. Wo sind wir jetzt hier? Achso, da sind wir wieder ganz am Anfang von der Map. Ah ja, lol. Bringt uns das irgendwas? Da war ja alles zu. Oh, hier geht's lang. War ich da schon immer offen? Ach ja, das hier. Oh, okay. Aber die Tür hier ist auch immer noch zu. Nein. Danke. Schmeiß die Gülschen Steine weg. So weit kommt's noch. Also ich bin offen gesagt, hell, lieber Frau, wo wir jetzt lang müssen. Hier geht es wieder ganz am Anfang der Map. Genau, hier geht's. Hier haben wir gestartet. Da vorne ist der Fahrstuhl. Ich glaube. Aber hier hat sich auch nichts irgendwie. Ich bin etwas überfragt. Wo müssen wir denn lang? Ich verstehe das nicht. Da unten rennen die Zombies immer noch die ganze Zeit rum. Und die Tür ist aber geschlossen. Da kommen wir nicht so einfach rein. Gibt es hier irgendeinen alternativen Weg, den ich noch nicht gesehen habe? Hier zum Beispiel. Kommen wir hier rüber? Nein. Die Tür geht nur hier zu der Tür. Da ist auch nichts weiter. Irgendwas übersehen wir doch hier. Oder ich. Ich weiß nur nicht genau, was das sein könnte. Ich sehe aber auch keinen Eingang oder irgendwie sowas. So als
so als Art alternativer Weg. Ja. Die Tür lässt sich von hier aus nicht öffnen. Das kann also bloß der Ausgang sein, nicht der Eingang. Aber wo geht's denn rein, sag mal? Ich gehe nochmal ganz hinten in die Tür, wo wir jetzt zuletzt drinnen waren. Da hinten am Ende vom Strand quasi. Aber mir geht gerade so ein bisschen die Ideen aus. Liegt die vielleicht ins Wasser, was ich brauche oder so? Nee, ne? Gehen wir nochmal rein in die Tür hier. Kann ja nur sein, dass ich irgendwas übersehen habe. Hier war bloß der Schalter, mehr ist hier erstmal nicht. Hier ist zu. Ja, da ist es wieder so eine böse Tür. Aber die war ja auch nicht mehr. Das, genau, das ist bloß ein kurzer Stab. Ich meine, zur Not besser, vielleicht besser als gar nicht, solange wir keine Pole haben. Ja, aber ich weiß gar nicht, wie stark das Ding ist. Immer Speicher. Achso. Brauche also gar nicht speichern. Ich kann ja auch. So, noch drüber habern. 28, also auch nicht mehr als das Ding hier. Das Ding hier. Ja, also hat auch 28. Hat zwar mehr Sekundär-Damage, aber... Ja, nee, lass mal. Da warte ich lieber auf eine Pole. Pole. Ich behalte den Stock trotzdem mal für den Fall, dass uns das Ding hier doch vorher kaputt gehen sollte, bevor wir eine Pole gefunden haben. Aber zumindest damit erstmal wieder ein Backup. Für den Fall, dass alles schief geht. Also, so wie immer. So, dann wie gesagt, das soll in der Folge aber jetzt mal gewesen sein. Das ist jetzt Folge 13, hoffe ich. 13. Okay, okay. Dann bis zur nächsten Folge.